Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden jetzt zu den Kühen fahren und versuchen mal ein bisschen Milch einzulagern, ne? Einzuladen. Ein bisschen müssen wir schon haben, ne? Ja, noch nicht viel, aber ein bisschen. Auch nicht, wenn wir uns festfahren. Ja, die Felder sind bestellt. Ich warte jetzt auf Wachstum, vor allen Dingen für die Sonnenblumen- und Sojafelder, weil ich möchte gern düngen, geht aber erst nach dem Wachstum gelaufen ist. Ne? Hier ist es etwas ungünstig, da kommen wir gar nicht ran. Wer hat denn da hingestellt? So ein Viehtransporter. Wir haben mal gleich. Ja, nicht ganz sorgen, das ist Quatsch. Aber drehen komplett, dass wir da besser rankommen, ne? Ja, Bäume! Bäume! Ein so lausiger Ast, der steht wie Beton. Finde ich immer so lustig, also auch diese KI-Fahrzeuge. Die sind stehen wie die Eins. Also wenn du dagegen fährst, dann denkst du auch, jetzt kann da ein Tornado kommen, die fliegen nicht weg. Ich fahre den Anhänger mal ganz hinten rein, in die Ecke. Und da brauche ich den sowieso demnächst wieder. Weil die Kälber wollen ja, ne, spätestens in ein, zwei Tagen in einer Stall, ne? Den Kopf, jetzt fahren wir so kurz rein. So. Hat doch ein bisschen dichter ran, dass wir gleich beim nächsten Mal aufladen können, ne? Ja, der Bruder verdrückt wird ohne zu schauen, ne? So, das ist wie gewollt. Jetzt gucken, also der ist ja, wie er von hinten ranfahren will und dann aufhängen will. Das wird nicht sperren. So, das heißt wieder rückwärts ranfahren. Das heißt üben, üben. So, LKW 20%. Muss ich mal wieder reparieren. Also wieder zum ersten Mal. Wir schauen, wie mich da ist. Wenn es 1000 Liter sind, dann fahrt nicht los. Ne? Oh, 10.000. Das lohnt sich schon. Ne? So, wo wollen wir es hinfahren? Milch. Viehhandel war gewesen. Ne? Ja, gut, das wohin geht, du. Das will man jetzt wissen. Da hinten irgendwo. Eine Karte. Ja, Viehhandel. Futterverkauf. Wolle wird sich lohnen. Ja, aber eins am anderen, ne? Wir kaufen mal jetzt die Milch. Dann holen wir die Gülle. Oder die Gärreste. Ne, die Gülle und fahren wir zur IGA. Und machen so mit Gärreste. Ja, den mal wieder rasen, ne?
Und aufpassen, Milch keine Schlagsahne wird, ne? Oder Butter, wenn zu viel geschüttelt wird. Aber ist eh unwahrscheinlich. Normalerweise müssten die Tankbehälter in der Mitte noch so eine Kammer haben. Damit die Flüssigkeit sich halt nicht aufschaukeln kann, ne? Aber ich weiß nicht genau, wie ein Reinigen das so ideal ist, ne? Weil ich weiß, wir müssen da reinsteigen und dann alles per Hand, zumindest mit dem Kercher arbeiten. Also, wenn du nur Milch reinkippst, ist es hinterher nicht so, bleibt ja was zurück, ne? Den Rest. Das ist ja ein bisschen da, auf den Bereich soll es hinkommen. Mir ist egal, ich gebe auch alles hin. Solange gezahlt wird, ne? Kippen es auch da hinten, ne? So ist das nicht. Mir ist das egal. Ob sie die Zahlen gut. Oh, sie nehmen hier Milch an. Aber läuft nichts. Na ja, immerhin, ne? Jetzt fahren wir mal Richtung Kuhstall wieder zurück. Wie gesagt, das Reinigen ist mühsam. Also ich will da nicht reinkommen, geschweige raus. Ich weiß, bei uns sind sie früher immer so ein Tankwagen, der war aus Alu. Den haben sie mit heißem Wasser und mit der Bürste mit der kleinen Zimmer rein, hat wieder geputzt, bevor die Milch da reinkam. Zu sein. Besonders im Sommer war es extrem. Ne? Also muss ja aufpassen, dass das kein Käse wird. Ne? Und damit wird es nicht sauer. Ne? Also sehr, sehr empfindlich. So. Den Anhänger stellen wir jetzt bei den Kühen einfach hinten rein. Neben den anderen. Können wir wieder im Prinzip jeden Tag einmal mit Milch fahren normalerweise. Milch? Aber jeden Tag normalerweise, ja. Muss ja auch. Die hält ja nicht ewig, das ist ja was Frisches. Käse kann sie lange halten, aber frische Kuhmilch, die hält sie nicht lange. Auch wenn sie kühlt wird, ist es. Na, da fahren wir nicht durch, das wird zu gefährlich. Da fahren wir lieber so und dann rückwärts. Ah, so. So. Mal sehen, dass wir hier ein bisschen mal angleichen können. So. So, das waren 10.000 Liter, ne? Das machen wir aus. Steht eh. Gut. Mal Wasser. Normalerweise wird das Futter bis morgen reichen. Ja, buh. Überlegen ganz kurz. Ach du, Heutrocknung. Die Heutrocknung, also. Ja, hier um den Bereich. Theoretisch. Mal ganz kurz anschauen, wie das von der vom Größenverhältnis passt.
Denn das müsste ich ja vorher versuchen anzugleichen, ne? Das wäre klüger. Das heißt, modellieren. Also modellieren heißt im Prinzip Hilfe anmachen, ne? Das heißt planieren. So. Ups. Angleichen. Das ist jetzt ein bisschen verzwickt, weil das immer Probleme gibt. Planieren, absenken, angleichen. Ich muss aufpassen mit dem Geld. Dass der Schlari alle ist. Muss ich ein bisschen angleichen, dass es hier auch drin passt. So. Ich muss mal gucken, ob das überhaupt hinpasst. Ne? Also nicht, dass wir hinterher noch was zaubern müssen. Muss sowieso zaubern. Weil die Straße ist ja hier etwas, oder der Weg, sag mal so. Drehen. QE. Und da ist ja so das Problem, da geht der Weg weiter. Und optimal ist eigentlich so, dass dass sie rechts vorbeifahren könnten, nicht müssen, aber könnten. Das wäre dann etwas besser, wenn wir das so machen würden, dass zum Beispiel hier das Tor so gebaut wird, da könnten die durchfahren und bei Bedarf auch außen herum, denn jedes Fahrzeug durchfahren ist auch nicht gerade prickelnd, ne? Aber auch nicht so eng machen, ne? Ich weiß auch nicht genau. Schwierige Entscheidung, weil im Prinzip. Oder gehen wir direkt daran? Das Tor nutzt eh keiner. Wenn wir dicht daran gehen, kommt noch blöde vorbei. Müssten wir so rangehen. Und weiter weg, da können wir auch fahren, ne? Und wie kommt das beim Stall an? So, gemacht habe ich es nur. Oh, wo stehen wir? Im Stall. In der Heutrocknung. Bäume. Mittendrin. Was habe ich getan? Ich habe mich eingesperrt. Und da ist schon heute drin. Gut, dass wir rausgehen, ne? Ich habe mich eingesperrt. So. Na gut, da habe ich mir befürchtet, dass es ein bisschen sehr abrupt abwärts geht. Und hier ist es groß und ganz okay. Müssen wir nur entsprechend hier ein bisschen angleichen. Machen wir gleich. Und dann geht es hier. Motorsäge absägen.
Man, die Flucht nehmen ist echt ein bisschen ungünstig. Aber gut, okay. So, hier müssen wir sehen, dass wir hier, ein bisschen anheben. So, das heißt, das machen wir in der nächsten Folge. Und hier können wir noch locker vorbeifahren. Mit anderen Fahrzeugen, ne? Zum Beispiel hier der andere Fahrzeug hier mit den Gärreste. Könnte sein, dass schief geht. Aber hier könnte man ein bisschen in dem Bereich ein bisschen angleichen und dann hier anheben. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal Tschüss und Winkel Winkel. Ciao, ciao. Ja. Denkt mal, nächste Folge geht es weiter mit Terraforming, Angleichung des Geländes und der Straße. Sagt mal heute Tschüss und ciao, bis dann. Tschüss.